Geschwister, ich wollte, bevor wir zusammen beten, einen Text lesen aus dem 2. Korintherbrief. 2. Korintherbrief, Kapitel 10. Verse 4 und 5. 4, 5 und 6. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig vor Gott zur Zerstörung von Festungen. Wir zerstören damit kluge Anschläge und jede Höhe, die sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes, und nehmen gefangen alles Denken unter den Gehorsam Christi und sind bereit zu strafen allen Ungehorsam, wenn euer Gehorsam erfüllt ist. Schwester, ich wollte über ein Thema sprechen, das vielleicht nicht ganz zeitgemäß ist. Wir haben jetzt auch über die Gemeinde in Korinth gehört. Die waren alle sehr reich an vielen verschiedenen Gaben. Die waren sehr reich an Erkenntnis. Ich kann mir vorstellen, es war nicht so einfach, in dieser Gemeinde so irgendeine Richtung vorzugeben und alle werden dir dann so gleich folgen, werden dir glauben, alles, was du sagst. Da gab es sehr viele Geschwister, Brüder vor allem, die waren sehr reich an Erkenntnis. Kennen wir das, wenn jemand sehr reich an Erkenntnis ist? Mehr als du. Geschwister, und die hatten ein Problem. Die hatten ein großes Problem, und zwar, wie gesagt, obwohl sie sehr begabt waren, Gott wollte ihnen noch etwas ganz, ganz Wichtiges beibringen, dass sie das auch lernen. Und zwar geht es in diesem Text um Gehorsam. Es steht hier geschrieben, und sind bereit zu strafen allen Ungehorsam, wenn euer Gehorsam erfüllt ist. Es ist viel einfacher, gehorsam zu sein, wenn du siehst, dass jemand es besser weiß als du, es besser versteht. Aber wenn du merkst, der andere, dein Gegenüber, er ist dir in manchen Bereichen vielleicht unterlegen. Du weißt mehr. Ja, du bist reicher an Erkenntnis als er. Ja, wie willst du das dann machen? Und es war bei ihnen so, viele von diesen Korinthern, die waren auch dem Apostel Paulus in manchen Dingen überlegen. Zum Beispiel das Thema, er hat es selbst angesprochen, es gab dort welche, die konnten besser reden als er. Er sagt, ich bin zwar nicht kundig in der Rede, aber nicht in der Erkenntnis. Das heißt, in der Rede waren sie ihm überlegen. Die konnten besser argumentieren, die konnten besser vielleicht Dinge darstellen. Und deswegen war es für sie schwer. Einer, der nicht reden konnte, will ihnen was sagen. Und Apostel Paulus sagte hier den Korinthern, das war sein Ziel. Sein Ziel, dass sie das auch begreifen, dass sie das verstehen. Und er sagt, wir wollen mit Gottes Hilfe das Denken gefangen nehmen. Das ist ja allerhand. Ja? Also heute wird das so verstanden und die Gedanken sind frei. Ja, und die sollte man nicht gefangen nehmen. Aber Apostel Paulus wollte ihre Gedanken gefangen nehmen. Und zwar nicht so, dass praktisch unter sich, dass sie unter seinem Einfluss stehen, sondern es steht hier unter den Gehorsam Christi. Die sollten ihre Gedanken disziplinieren und Gott sich unterstellen. Noch vor 60 Jahren war Gehorsam eine Tugend, auch in der Welt. Das heißt, das war ganz normal, dass man seine Kinder zum Beispiel zum Gehorsam erzieht. Auch die Weltmenschen haben das verstanden, dass es etwas Gutes ist, und die wurden so getrimmt und so erzogen, und da war das vielleicht einfacher. Auch wenn die Kinder in die Schule gehen, die werden dort nichts anderes zu hören bekommen. Vom Lehrer, der Lehrer hat auch Gehorsam erwartet, und so wurde es beigebracht. Und heute ist es anders. Ja, und deswegen ist es, auch für uns ist es schwer, auch für die Gemeinde. Heute ist Gehorsam ein Ausdruck der Schwäche. Vielleicht mangelnde Intelligenz. Und kann man so sagen, so als Überbegriff, so einer Unreife. Ja, wenn jemand so erzogen wird zum Gehorsam, dann zeugt es, dass er nicht reif ist. Eine reife Persönlichkeit trifft seine Entscheidungen selbst und wird sich niemandem unterwerfen oder unterstellen.
Aber wir sehen von der Schrift her, dass die Frage des Gehorsams ist aufs Engste mit der Frage des Glaubens verbunden. Ja, das sind, diese zwei sind untrennbar. Ja, deswegen spricht Paulus im Römerbrief immer wieder vom Glaubensgehorsam. Diese zwei Begriffe, die kann man nicht auseinanderdividieren, die kann man nicht trennen. Und deswegen, ich habe auch so mein Thema in drei Punkte gegliedert. Die erste Frage, oder das als Frage formuliert, warum eigentlich? Warum Gehorsam? Warum möchte Gott, dass der Mensch Gehorsam lernt? Wir lesen im 5. Buch Mose, wir haben darüber gesprochen, auch auf der im Gottesdienst in Bibelkunde, das 5. Buch Mose, das hat so einen Schlüsselbegriff, Gehorsam. Ja, das heißt, in diesem Buch geht es in erster Linie um dieses Thema. Ich lese 5. Buch Mose, Kapitel 30, Verse 19 und 20. Da sagt Gott durch Mose: Ich nehme Himmel und Erde heute über euch zu Zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt, damit du das Leben erwählst und am Leben bleibst, du und deine Nachkommen, indem ihr den Herrn, euren Gott, liebt und seiner Stimme gehorcht und ihm anhanget. Denn das bedeutet für dich, dass du lebst und alt wirst und wohnen bleibst in dem Lande, das der Herr deinen Vätern Abraham, Isaac und Jakob geschworen hat, ihnen zu geben. Geschwister, das, was Gott geschworen hat zu geben, war an Bedingungen geknüpft. Und die erste Bedingung, die wichtigste, das war Gehorsam. Wenn ihr gehorcht, dann verspreche ich euch, dann werde ich mein Wort halten und ihr werdet einen großen Segen erleben. Du sollst das erste Gebot, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Und der Beweis dafür, dass man dieses Gebot erfüllt, ist, wenn man im Gehorsam lebt. Ja, das lesen wir auch im Johannesevangelium, auch 1. Johannesbrief, Kapitel 1, die ersten drei Verse. Jesus sagt: Wenn ihr mich liebt, das ist im Johannesbrief jetzt, dann haltet ihr meine Gebote und werdet ihr meine Gebote halten. Es ist die erste Pflicht eines jeden Knechtes. Lukas 17, Vers 10. Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, auf diesem Gebiet kann man auch nicht verhandeln. Früher war das so, dass es die beste Qualität eines Knechtes war, wie fügsam ist dieser Knecht. Ja? Das heißt, der Knecht konnte stark sein, gesund sein, alle möglichen Qualitäten haben, sehr begabt sein, aber das Beste oder die schönste Gabe oder die beste Eigenschaft eines Knechtes war, wie fügsam ist er seinem Herrn gegenüber oder wie gehorsam ist er. Also man kann mit Gott über vieles reden und auch für andere Menschen Fürbitte tun, aber das, was man mit Gott nicht machen kann, man kann nicht über seine Gebote verhandeln. Also man kann nicht sagen, also Herr, hier bist du ein bisschen zu weit gegangen, ich sehe das anders, sondern die Gebote, da gilt es einfach, sie zu befolgen. Ein Knecht ist kein Verhandlungspartner. Ein Knecht muss nicht die Hintergründe wissen. Ja? Zum Beispiel früher war das so, der Herr hat vielleicht irgendwelche Pläne gehabt und er musste es nicht seinem Knecht mitteilen. Du, ich habe das und das vor, deswegen kannst du das und das machen. Sondern der Herr hat gedacht oder etwas geplant und der Knecht musste das einfach ausführen, ohne vielleicht die Hintergründe zu kennen, die Pläne, die sein Herr gefasst hat. Er hat einfach nur zu befolgen. Nicht ein kluger oder intelligenter Knecht ist ein guter Knecht, sondern ein gehorsamer Knecht. Darum geht es in der ganzen Heiligen Schrift. Und der Herr seinerseits hat uns, seinen Knechten, sehr vieles offenbart, wozu er als souveräner Herrscher gar nicht verpflichtet war. Also Gehorsam, nochmal zu dieser Frage, warum müssen wir Gehorsam üben? Wir haben jetzt hier gelesen im 5. Buch Mose, Gehorsam ist gut für uns. Da steht, damit du lebst, dass du lebst. Ich denke, das ist auch bei uns Christen nicht anders. Also es steht geschrieben, der Gerechte wird aus Glauben leben. Ja, das heißt, damit wir leben, auch als Christen leben. Und damit bezeichne ich jetzt nicht existieren, sondern leben. Ja, im vollen Sinne dieses Wortes. Müssen wir glauben, damit wir leben, damit ein Christ lebt, muss er gehorsam sein. Wenn er nicht gehorsam ist, dann wird er nicht leben. Ja, er kann ein Christ sein, er kann in der Gemeinde sein,
Er kann sich aktiv am Gemeindeleben beteiligen, aber das ist nicht das Leben, das Gott meint, ja, sondern das ist vielleicht irgendwo eine Existenz. Nur wenn wir Gott gehorchen, werden wir gute Früchte bringen, lesen wir in Josua 1, Vers 8, werden wir das ewige Leben haben. Gelten uns die Verheißungen Gottes? Ja, das heißt, wir haben sehr viele Verheißungen Gottes in der Schrift, aber die Verheißungen sind bestimmt für Gehorsame. Das heißt, wenn jemand im Ungehorsam lebt, kann er sich nicht auf die Verheißungen Gottes stützen. Es gibt viele Kinder Gottes, die sich zur Gewohnheit gemacht haben, ja, einfach dieses Büchlein zu lesen. Es gibt für jeden Tag gibt es da ein Wort und meistens sind dort die Verheißungen. Ja. Aber das bringt nichts. Wir können dieses Büchlein wieder ins Regal stellen. Da gibt es eine Bedingung oder eine Voraussetzung. Damit diese Verheißungen, damit wir sie in Anspruch nehmen können, sagt Gott, gehorche mir. Gehorche mir, dann kannst du das in Anspruch nehmen. Und der Segen Gottes ist auch genau an diese Verheißung, an diese Bedingung geknüpft, an Gehorsam. Der Schlüssel zu den Verheißungen Gottes ist der Gehorsam seinem Wort gegenüber. Im Johannes 4, Vers 34 lesen wir, das ist unsere Speise. Da sagt Jesus, ich habe eine andere Speise. Und er spricht von dieser Speise, einfach seinem Vater gehorsam zu sein. Wenn wir diese Speise nicht zu uns nehmen, werden wir geistlich sterben. Wir lesen in Offenbarung 3, Vers 1, du hast den Namen, dass du lebst, aber bist tot. Das war an die Gemeinde Sardes gerichtet. Was war ihr Problem? Genau das. Ja, die waren gläubig, das war eine Gemeinde, aber die haben nicht im Gehorsam Gott gegenüber gelebt und deswegen waren sie geistlich tot. Die sind gestorben, ohne das zu merken. Im Titus 1, Vers 16 lesen wir, sie sagen, sie kennen Gott, aber mit ihren Werken verleugnen sie ihn. Sie sind es, die Gott ein Greuel sind und gehorchen nicht und sind zu allem guten Werk untüchtig. Ein ungehorsamer Christ ist ein Greuel für Gott. Also nicht, dass Gott für diese Menschen ein Schutz ist, sondern Gott will mit solchen nichts zu tun haben. Es steht geschrieben, wenn jemand die Ermahnungen nicht annimmt, dessen Gebet ist ein Gräuel. Ja, können wir uns vorstellen, der Mensch betet und da macht Gott die Ohren zu. Er will sein Gebet nicht hören. Warum? Weil er auf die Weisung nicht achtet. Ja, das heißt, er will nicht annehmen, das, was Gott ihm sagt. Wir haben sehr viele gute Beispiele des Gehorsams. Abraham haben wir gehört. Ja, Gott sagte zu ihm ganz am Anfang, Abraham, geh. Und Abraham ging. Wir wissen nicht, wie viel Zeit vergangen ist, aber so wie es aussieht aus der Schrift, er reagierte sofort. Ja? Als Gott ihm das gesagt hat, das war einfach ein Beispiel des Gehorsams. Und in erster Linie war er ein Mensch des Gehorsams. Und dann kam auch, dass er ein Mensch des Glaubens wurde. Paulus, ja, nach seiner Bekehrung, die erste Frage, was soll ich tun? Ja, das heißt, und er sagte dann später, ich bin der himmlischen Erscheinung nicht ungehorsam gewesen. Das heißt, Gott erzog dieses Gefäß, ja, dieses Instrument, Paulus, von Anfang an zum Gehorsam. Jesus Christus, lesen wir über ihn, Hebräer 5, Vers 8, er hat Gehorsam gelernt. Ungehorsam schadet uns. Ungehorsam ist Sünde. 1. Samuel 15, Vers 23, ja, und zwar die hat den gleichen Stellenwert wie Zauberei. Ungehorsam führt zum Fluch, lesen wir im 5. Buch Mose. Ungehorsam führt zum Misserfolg. Ungehorsam bringt den Tod. Also, und wir haben auch in der Schrift sehr viele Beispiele, sowohl des Gehorsams als auch des Ungehorsams. Saul, ja, in einem Punkt hat er einfach nicht das so gemacht, wie Gott es ihm befohlen hat. Und das hat dazu geführt, dass dieser Saul als König verworfen wurde. Und nicht nur als König wurde er verworfen, sondern auch als Mensch. Wenn er nur den Königsthron verloren hätte, das wäre halb so schlimm. Alle müssen einmal sterben, die Könige und die Armen. Aber das Schlimme war, dieser Saul hat nicht nur das Königtum verloren, sondern er hat das ewige Leben verloren. Ja? Und das war die Folge seines Ungehorsams, und zwar einfach der ungenauen Ausführung des Befehles Gottes. Ja? Auch Bileam, bei ihm war das genauso. Ja, wir lesen von ihm, es war auch ein ungehorsamer Mensch, dieser Bileam. Er hat ganz genau verstanden, was Gott von ihm will, aber er hat versucht, irgendwie das doch zu erfüllen, aber in seinem Herzen war dieses Aufbegehren gegen die
Befehle Gottes, und das hat dazu geführt, dass er alles verloren hat. Deswegen, es steht wirklich sehr, sehr viel auf dem Spiel. Wenn jemand als Christ meint, ich könnte auch so halbgehorsam leben, dann lebt er gefährlich, ja, und es kann sein, dass man wirklich alles verliert. Zweitens, gerade dieses Thema, Gehorsam, ist, denke ich, die Zielscheibe des Teufels. Das ist auf seinem Plan Nummer eins, ja. Er muss den Menschen, den Christen von diesem Weg des Gehorsams abbringen. Ja, er kann weiterhin in der Gemeinde bleiben, das macht ihm nichts aus. Er kann sich weiterhin zum Christentum bekennen, das macht ihm auch nichts aus. Hauptsache, er lebt nicht im Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber. Und das genügt. Ja. Deswegen, Gehorsam ist eine mögliche, also ganz kurz zur Definition, ist eine mögliche Reaktion auf die Forderung einer Autorität. Weil unser Feind auch Gottes Widersacher ist, möchte er nicht, dass wir Gott gehorchen. Er weiß, wenn wir ungehorsam sind, wird Gott nicht verherrlicht, wir werden nicht gesegnet, wir werden geistlich sterben. Der Teufel hat nichts gegen einen toten Glauben. Und es sind hier so drei Angriffspunkte, wie er vorgeht, und das können wir wirklich, das ist so ein bisschen so ein System. Ja? Der erste Angriffspunkt, das ist die Autorität, wird in Frage gestellt. Damit man, um zu gehorchen, muss man eine Autorität anerkennen. Man gehorcht immer einer Autorität. Und dieser Punkt wird von Teufel angegriffen. Die Autorität wird einfach in Frage gestellt. Das ist, sehen wir heute bei dieser antiautoritären Erziehung mit den Kindern. Das ist ein ganzes System, Erziehungssystem. Es gibt keine absolute Wahrheit und damit auch keine absolute Autorität. Und am Ende kommt dann, es gibt keinen Gott, lesen wir im Psalm 14, Vers 1. Das ist so das Ende, ja, das Ziel von diesem Geschwister. Ich denke, das ist ein Punkt, wo wir wirklich nachdenken müssen. Ja, wenn der Mensch Autorität verliert, wenn er keine Autorität mehr anerkennt, dann kann er nicht im Gehorsam leben. Gott hat so ein System geschaffen nach dem Sündenfall. Übrigens, das war, so wie ich das verstehe, von Anfang an nicht so gedacht, ja. Besonders was die menschlichen Beziehungen anbetrifft. Aber das, nach dem Sündenfall ist es so gekommen, als Folge, als Konsequenz. Und da will Gott wirklich, dass der Mensch es lernt. Er hat die ganze Menschheit unter ein System der Autoritäten gestellt. Ja? Angefangen, die oberste Autorität ist Gott. Das ist die absolute Autorität. Ja? Das ist die unanfechtbare Autorität. Gott kann keine Fehler machen. Alles, was er sagt, das ist absolute Wahrheit und absolut gut. Aber unter Gott gibt es andere Autoritäten, die Gott auch, die von ihm installiert sind, ja, für das menschliche Zusammenleben. Ja, das ist zum Beispiel, wir leben in einem Staat, da hat Gott auch eine Autoritäten gestellt. Das ist zum Beispiel, wir lesen der König, die Obrigkeit. Ja, wenn jemand, die in der Bibel ist manchmal von den Knechten die Rede, ja, und die haben diese Herren über sich gehabt. Das ist heute, kann man vergleichbar mit einem Arbeitgeber und so weiter. Ja, das heißt, überall gibt es diese Autoritäten. Ein Bruder hat das einmal so gesagt, wir werden täglich mit diesem Thema konfrontiert. Zum Beispiel, wenn jemand draußen die Aufgabe hat, zum Beispiel, gut, bei uns, wir kennen das fast nicht mehr, aber in manchen Ländern, da gibt es Parkplätze und da gibt es keinen so Schlagbaum, dass man da reinfährt automatisch, sondern da steht ein Mann, ja, der dafür zu sorgen hat, dass da alles ordentlich zugeht. Und dieser Parkovschik, der die Autos zu parken hat, das ist eine Autorität, die von Gott eingesetzt ist. Und wenn da so ein Chef kommt, dann muss er sich diesem Mann fügen, weil der diese Verantwortung hat, die Aufgabe hat, hier für Ordnung zu sorgen. Da kann er nicht sagen, wer bist du? Ja, ich bin hier der Boss. Nein, sondern auf diesem Parkplatz ist dieser Mann, der die Aufgabe hat, für Ordnung zu sorgen. Er ist von Gott eingesetzt als eine Autorität und jeder, der da reinfährt, egal wer der ist, der, ich meine, in manchen Ländern ist es ein bisschen anders, ja, aber in einem Land, wo das besser geregelt ist. Zum Beispiel, wir haben hier manchmal in der Zeitung gelesen, ein Minister hat Bußgeld bekommen für zu schnelles Fahren. Ja? Und da ist das nicht so, ja gut, Minister, der darf sich mehr erlauben. Ja? Der hat ja so eine große Position. Nein, sondern er muss sich fügen. Und wenn so ein einfacher Beamter, ein Polizist ihn anhält, dann muss er sich anhalten. Kann nicht sagen, jetzt
aus dem Weg hier. Ja? Hier kommt, nein, egal, auch wenn das der Vorgesetzte ist von diesem Polizisten. Hier auf dieser Straße hat er das Sagen und das ist von Gott so eingesetzt. Und man stellt sich so die Frage, warum? Warum macht es Gott so? Ja, es ist so, Gott möchte, dass wir etwas lernen, dass jeder von uns und jeder von uns, jeder ohne Ausnahme, ja, ist irgendwo in dieses System integriert. Und die Frage ist ja, wie verhalte ich mich diesen von Gott eingesetzten Autoritäten gegenüber? Ja? Und es ist der größte Fehler, wenn man einfach diese Autoritäten nicht akzeptiert. In diesem Moment lehnt man Gott ab. Geschwister, ich denke besonders bei Gläubigen. Es wird keinen geben von gläubigen Christen, der sagt, für mich ist Gott keine Autorität. Also wenn jemand so etwas sagt, dann ist er kein Christ, kein Gläubiger. Deswegen alle Christen sagen, Gott ja, ja, seine Autorität erkenne ich an, hundertprozentig. Ja, und dann wird das geprüft. Ja, das ist die Theorie. Das hört sich sehr gut an. In der Bibel steht geschrieben, wie kannst du Gott lieben, den du nicht siehst? Wenn du zum Beispiel deinen Bruder nicht liebst, den du sehen kannst. Genauso auch, was dieses anbetrifft, wenn du Gott gehorsam bist und seine Autorität anerkennst, dann wirst du auch all die anderen Autoritäten anerkennen, die von ihm eingesetzt sind. In der Familie sind das zum Beispiel die Eltern, ja, die einfach eine Autorität sind für die Kinder. Unabhängig davon, wie, ob sie jetzt Vorbild sind oder nicht, manche knüpfen das so. Ja, wenn er diese Autorität, wenn die sich richtig benimmt, dann okay. Dann werde ich mich fügen. Aber wenn die selbst was Falsches macht, dann bin ich von meiner Verantwortung entbunden. Ich muss nicht mehr gehorchen. Wer sagt sowas? Wo steht so etwas? Das ist falsch. Auch wenn zum Beispiel der Vater etwas Falsches oder falsch handelt, wenn er etwas sagt, dann ist es trotzdem eine Autorität. Unabhängig davon, ob er gut ist, vorbildlich oder nicht vorbildlich. Das ist schon die andere Seite. Gott wird mit ihm arbeiten. Und das ist jetzt praktisch seine Rede mit dieser Person. Aber das ist nicht die Frage der Kinder, das in Frage zu stellen, das zu überprüfen, ob er recht hat oder nicht. Geschwister, das ist ein großes Problem auch unserer Zeit. Und dieser Einfluss der Schule, dieser antiautoritären Erziehung, schwappt über auch auf die Gemeinde, schwappt über auch auf die christliche Familie. Wir sehen das zum Beispiel in der Schrift, gibt es wunderbare Beispiele. Ja? Wir haben das auch vor kurzem in der Predigt gehört, David und Saul. Ja? Also Saul war überhaupt kein Vorbild, in keiner Frage. Ja? Aber trotzdem hat David hat das ganz genau verstanden. Und deswegen hat er das immer wieder gesagt, das ist der Gesalbte Gottes. Ja? Man kann sagen, was für ein Gesalbter? Wovon redest du? Ja, guck mal, wie er lebt, guck mal, was er macht und so weiter. Aber David hat es verstanden, er ist von Gott eingesetzt worden und Gott wird mit ihm fertig. Irgendwann mal kommt der Zeitpunkt, wo Gott ihn entfernen wird. Aber das ist nicht meine Aufgabe oder nicht meine Sache, darüber nachzudenken. Geschwister, wir lesen das auch als ein gutes Beispiel von Hannah. Ja? Hannah aus der Heiligen Schrift, als sie diesen Priester gesehen hat und die Reaktion des Priesters, wie er mit ihr gesprochen hat, sehr interessant. Hannah hat das ganz genau verstanden, dieses Gesetz. Sie hat ganz genau gewusst, dieser Eli benimmt sich jetzt nicht anständig, ja, und er hat überhaupt irgendwie das Gefühl verloren. Ob eine Frau leidet, ob sie trauert oder ob sie betrunken ist, bringt alles durcheinander. Aber Geschwister, eins hat sie verstanden. Gott hat diesen Menschen eingesetzt und er wird dafür sorgen, dass er zu seiner Zeit, das ist nicht meine Aufgabe. Und sie hat ihm gegenüber einfach diesen Respekt gezeigt, der ja wie einer Person, die von Gott eingesetzt ist, als eine Autorität für sie. Deswegen, Geschwister, ich denke, hier an diesem Punkt müssen wir ein richtiges Verständnis haben. Ja, wie gesagt, Gott hat Autoritäten eingesetzt, die sind nicht absolut. Diese Autoritäten, ja, und es gibt immer Ausnahmen, ja, immer diese Ausnahme, wir müssen Gott mehr gehorchen. Wenn diese Autorität irgendwas erwartet oder verlangt, was gegen das Gebot Gottes geht, dann müssen wir auf jeden Fall, dürfen wir nicht nachgeben, oder? Geschwister, ich denke, besonders auch für die Kinder, es ist sehr wichtig, dass die Kinder das wirklich verinnerlichen und verstehen, dass der Segen Gottes ist daran geknüpft, ja, ob das Kind die Autorität seiner Eltern wirklich anerkennt, so wie Gott es will oder nicht. Ich kenne eine Familie, ich werde jetzt nicht Namen nennen, ja, aber das beeindruckt mich. Ja. Da sind einige Kinder im Haus
Und die sind schon um die 30, diese Kinder. Und für die ist alles, was der Vater sagt, heilig. Und das ist sehr interessant, Geschwister. Manche denken so, ja, ein bisschen irgendwie vielleicht unselbstständig oder so. Manchmal ist es sogar komisch, wie kann man so mit 30 so die Eltern ihnen noch fragen, ja, dürfen wir das oder sowas. Ja, aber die haben das so, Geschwister, aber gerade diese Menschen, ja, die sind gerade, was die Welt anbetrifft, sehr souverän. Ja. Eine Schwester zum Beispiel arbeitet bei ganz, ganz reichen Leuten. Ja. Und der Chef, der denkt so, der ist Millionär, Multimillionär. Und dann in so einer Position kann man ja sozusagen alles mit Geld ist Macht. Ja. Da kann man alles kaufen, da kann man. Und diese Schwester, die sagt einmal diesem Millionär, die arbeitet bei ihm im Haushalt. Ja. Er hat gesagt, der hat einmal so im Badezimmer einiges so liegen lassen, was nicht so sehr schön ist. Und er hat gesagt, wenn Sie das nicht selbst aufräumen, ich bin den letzten Tag bei Ihnen. Dann hat er solche Augen gemacht. Also er ist nicht gewohnt, dass man mit ihm so spricht. Aber die hat gesagt, ich mache alles und so weiter, aber ich lasse mit mir nicht alles machen. Ja, und der hat sofort verstanden, die hat ihn erzogen, ja. Und dann ist dieser Millionär hinter ihr hergelaufen und hat nur, dass sie nicht weggeht von ihm, ja, und so weiter. Ja, das ist so souverän. Und einer, der keine Autoritäten anerkennt, in diesem Fall hat er gesagt, ist doch egal, Hauptsache ich kriege mein Geld, ja. Und ich mache und ich beuge mich und so weiter. Nein, das sind Menschen, die einen Kern haben, die eine Persönlichkeit haben. Menschen, die Autoritäten anerkennen, das sind richtige Persönlichkeiten. Und die das ablehnen, das sind gebrochene Persönlichkeiten. Und es wird irgendwann mal so eine Prüfung kommen, wo der Mensch, man denkt so, der ist doch so stolz und der ist doch so eigenständig und eigenwillig. Und dann erkennt man ihn nicht wieder. Ja, wie in dieser Situation, als ob er überhaupt keinen Rückgrat hat. Das ist eine zerstörte Persönlichkeit. Menschen, die nicht in diesem System, dieses System Gottes akzeptieren, das sind gebrochene Persönlichkeiten. Und wenn es darauf ankommt, werden die keinen Rückgrat zeigen. Das Zweite, worauf dieser Angriff des Teufels so gerichtet, das Erste ist, die Autorität wird in Frage gestellt. Das Zweite, die Forderung wird in Frage gestellt. Das heißt, die Autorität, ja, Gott, ja, ich erkenne das an. Aber das, was diese Autorität sagt, auf den ersten Seiten der Bibel finden wir ein klassisches Beispiel dafür. Da spricht der Teufel mit Eva, und dann sagt er, sollte Gott gesagt haben. Ja? Das heißt, er konnte mit Eva nicht sprechen und sagen, es gibt keinen Gott. Eva würde sagen, okay, alles klar. Also so konnte er zu ihr nicht kommen. Ja? Weil für Eva war Gott die absolute Autorität und da gab es nichts zu diskutieren. Deswegen kam er anders und jemand hatte so gesagt, das ganze Elend der Menschen begann mit dieser Frage. Hat Gott wirklich gesagt? Sollte Gott wirklich gesagt haben? Jemand von den Männern Gottes hat so ein Zitat. Wenn man den Glauben und das Vertrauen an Gott zerstören will, muss man den Glauben und das Vertrauen in sein Wort zerstören. Das Wort Gottes ist die Grundlage unseres Glaubens. Man kann den Schöpfer nicht von seinem Wort trennen. Man kann ihn nicht von seinen Geboten und Ordnungen trennen. Der Mensch kann sein Denken über Gott, seinen Umgang mit der Schrift und die praktischen Entscheidungen seines Handels nie voneinander trennen. Also auf den ersten Blick, man kann die Frage ja auch ganz neutral formulieren, ja? Sollte Gott gesagt haben. Das heißt so einfach nicht als Zweifel, sondern was hat Gott wirklich gesagt? Ja, aber das, wie der Teufel gekommen ist, das war wirklich zielgerichtet. Einfach ein Zweifel sehen. Erstens hat er Gott falsch zitiert. Er hat gesagt, dass man von allen Bäumen nichts essen kann. Ja, das ist so ein oder das Zweite ist einfach die falsche Absicht. Das Wort Gottes zitieren, aber mit der falschen Absicht. Und die Absicht war wir kennen diese Absicht, ja, die sich hinter dieser Aussage verbarg. Heute wird in der Christenheit sehr viel auf diesem Gebiet angegriffen. Die Forderungen Gottes werden falsch ausgelegt. Alles ist erlaubt, man legt es nicht so eng aus, der Buchstabe tötet. Man kann nicht gehorsam sein, wenn man sich nicht über die Forderungen Gottes im Klaren ist. Also es geht wirklich um diese Frage, was hat Gott wirklich gesagt? Was ist sein Wille? Ja?
Wir kennen diese Geschichte von diesem Propheten in Bethel. Ja? Es kam ein Mann Gottes aus Juda mit einem Auftrag. Und diesen Auftrag hat er erfüllt, aber Gott sagte diesem Propheten, er soll nicht diesen gleichen Weg zurückgehen und soll auch nichts essen. Und da gab es einen anderen Propheten, der in Bethel wohnte. Wahrscheinlich war das ein Prophet im Ruhestand. Ja? Irgendwie sehen wir, Gott hat ihn nicht mehr gebraucht. Und ich weiß nicht, was in ihn gefahren ist, in diesen Propheten. Ob das vielleicht Neid, ja, dass Gott aus Juda einen Propheten gerufen hat und nicht mich. Ich weiß es nicht, welche Motive er hat. Auf jeden Fall ist er gegangen und hat diesen Propheten, diesen Mann Gottes verführt. Er hat gesagt, kommt mit mir, isst mit mir zusammen. Der Mann Gottes sagt, nein, Gott hat mir das verboten. Und er sagt, ja, ich bin auch ein Prophet und Gott hat mir auch etwas offenbart. Komm mit. Und so hat er ihn verführt. Und das Ende von dieser Geschichte war der Tod, ja, dieses Mannes Gottes, weil er nicht das Wort Gottes gehört hat. Geschwister, auf diesem Gebiet wird sehr viel gestritten. Ja, was erwartet Gott von mir? Was sind seine Forderungen? Was sind seine Befehle, seine Wünsche? Hat er überhaupt welche? Ja? Manche gehen davon aus, Gott ist es überhaupt egal. Ja, wie wir leben, was wir sagen, interessiert ihn nicht. Er interessiert sich nur für uns als Menschen, aber alles andere überlässt er völlig uns und wir dürfen alles selbst entscheiden, wie wir zu leben haben. Geschwister, aber wir lesen in Hiob Kapitel 42, Vers 8, ich lese diesen Text, Hiob Kapitel 42, Vers 8, da spricht Gott zu den Freunden Hiob, so nehmt nun 7 junge Stiere und 7 Widder und geht hin zu meinem Knecht Hiob und opfert Brandopfer für euch. Aber mein Knecht Hiob soll für euch Fürbitte tun, denn ihn will ich erhören, dass ich nicht töricht an euch handle, denn ihr habt nicht recht von mir geredet, wie mein Knecht Hiob. Denn ihr habt nicht recht von mir geredet. Die ganze Geschichte Hiobs, das war eine theologische Auseinandersetzung. 3 Freunde und alles 3 Theologen, ja, und Hiob auch noch, der 4. Und die haben darüber diskutiert, was ist das richtige Verständnis von Gott. Ja, die haben ihre Erkenntnis von Gott dargelegt, so wie sie ihn verstanden haben. Und am Ende ist das rausgekommen, Gott konnte sie nicht mehr hören. Ich stelle mir das so richtig vor, er war richtig so erzürnt. Ja, er konnte dieses Geschwätz über ihn nicht mehr hören. Und hat gesagt, wenn Hiob jetzt nicht für euch betet, ich werde euch vertilgen. Ich kann nicht mehr. Und das waren Menschen, die mit Hiob diskutiert haben über Gott, über seine Forderungen über und so weiter. Und am Ende, Geschwister, wir haben jetzt auch vor kurzem so eine Geschichte. Ja, die meine 2 Abiturienten sind nach Hause gekommen, Effe und Jonas, und haben erzählt, dass ihre Religionslehrerin, die diskutieren auch sehr viel mit ihr und so weiter, und die hat hier halt ihre Vorstellungen. Und dann waren sie einmal weg. Und dann haben sie mitbekommen, wie die Lehrerin über sie lästert. Ja, so einfach mit der Klasse. Ja, die sind sich selbst ein Stolperstein und ihre Vorstellung. Oder ist es ihr Vater? Also hat sie sich so ausgelassen. Ja, und dann hat Eva gesagt, ja, Moment, ich bin hier. Ja, aber das war irgendwie, ja, Geschwister, ja, die ist Theologin, ausgebildete Theologin. Ja, und hat vielleicht Bibelkenntnis nicht weniger als wir. Ja, die kann auch Griechisch und kann auch Latein und vielleicht auch Hebräisch, aber das ist nicht alles, ja? Sondern wenn man die Forderungen Gottes in Frage stellt, also das, was Gott sagt, die Befehle Gottes falsch interpretiert, dann ist das ja eine sehr gefährliche Angelegenheit. Ich lese aus dem 1. Timotheusbrief, ich werde schon zum Schluss kommen, 1. Timotheusbrief, Kapitel 1, Verse 6 und 7, wovon etliche abgeirrt sind und sich hingewandt haben zu unnützem Geschwätz, wollen Meister der Schrift sein und verstehen nicht, was sie sagen oder was sie so fest behaupten. Das war in der Gemeinde in Ephesus der Fall. Timotheus wurde von Paulus dahin geschickt, weil es in der Gemeinde Menschen gab, die haben sich gefühlt als Meister der Schrift. Die haben etwas fest behauptet, die haben fest überzeugt. Und Apostel Paulus schreibt hier,
über diese Menschen. Ja, dieser Meister der Schrift äußert sich so abfällig, ja, und sagt, das sind Schwätzer, einfach Schwätzer. Deswegen, Geschwister, es ist sehr wichtig, dass wir uns über die Forderungen Gottes im Klaren sind und dass wir sie nicht in Frage stellen. Und das Letzte, ich will damit auch aufhören, also das Erste wird, die Autorität wird in Frage gestellt. Die Zweitens ist, die Forderungen dieser Autorität werden in Frage gestellt. Oder das Dritte ist, was ist die Konsequenz des Nichtbefolgens? Der Teufel sagte zu Eva, ihr werdet keineswegs des Todes sterben. Wenn ihr nicht gehorcht, euch passiert nichts. Ja, ihr werdet nicht des Todes sterben. Das, was Gott gesagt hat, wird nicht eintreffen. Wenn die Autorität und die Forderungen Gottes anerkannt werden und daran nichts zu rütteln ist, stellt der Teufel seine Autorität und seine Forderungen der Göttlichen gegenüber. Und die Existenz Gottes konnte bei dem ersten Menschen, wie wir gesagt haben, nicht in Frage geleugnet werden. Seine Forderungen standen auch fest. Darum behauptete der Teufel einfach das Gegenteil. Er stellte eine Gegenforderung auf. Der Teufel behauptete, dass das Gerichtswort Gottes nicht eintreffen wird. Wir lesen davon sehr viel im zweiten Petrusbrief, genau über dieses. Ja. Ich denke, als ob Petrus wirklich die Christen der letzten Zeit gemeint hat. Ja. Genau darum geht es in diesem Brief. Er sagt, dass diese Konsequenz, ja, wenn ihr das nicht so lebt oder wenn ihr das nicht befolgt, euch passiert nichts. Ja. Und es sind schon 2000 Jahre vergangen und es wurde immer so gepredigt und es ist nie eingetroffen. Deswegen, das ist so diese falsche Schlussfolgerung. Das ist auch heute eine sehr erfolgreiche Taktik. Gott ist barmherzig, Gott ist die Liebe, die Hölle ist ein Mythos. Wir haben jetzt vor kurzem gesprochen mit Schwester Valentina Ruppel, ja, die war ja vor kurzem auf der Beerdigung von ihrem Cousin. Und die hat auch erzählt, da gab es eine Pfarrerin und die hat auch diese Traueransprache gehalten. Und die schicken ja grundsätzlich alle in den Himmel, ja, grundsätzlich alle. Egal, wer vor ihnen liegt, alle kommen in den Himmel. Und die hat so die Frage gestellt, ja, warum machen die das, ja? Die hat gesagt, die hat sehr gut gesprochen, aus der Bibel, alles richtig gesagt, nur das eine ist irgendwie, ja, und dann, das ist das Problem, dass die meisten Theologen, die glauben nicht an die Hölle, ja, für die gibt es das nicht, das ist ein Mythos, ja, obwohl Jesus selbst sehr oft darüber gesprochen hat, das heißt, in vielen Punkten richtig, das, was die Bibel fordert, auch richtig. Aber wenn man nicht danach lebt, ist auch nicht schlimm. Das ist auch nicht schlimm, dir wird nichts passieren. Das ist, wir wissen das aus der Kindererziehung, dass wenn man nicht konsequent ist, wird es nicht sehr vieles bringen. Wir können die besten Regeln aufstellen, wenn es für den Blitzer keinen Strafzettel geben würde. Ja? Was hätte es genutzt, dass es draußen steht, 50 fahren oder 30 fahren? Darauf hätte keiner mehr Acht gegeben. Ja? Alle wären gefahren, wie sie nach ihrem Gefühl. Ja? Das funktioniert nur dann, wenn es mal blitzt. Und wenn nach dem Blitz der Donner kommt, dann funktioniert es. Auch so ist es, kommt immer wieder vor, dass manche, die sind unbelehrbar. Ja? Und deswegen auch im geistlichen Bereich, ja, das ist die Taktik des Feindes, zu sagen, ja, wenn du nicht so genau so lebst, wie das die Schrift sagt, dir wird dafür nichts passieren. Oder das war auch, denke ich, bei Saul so, das wurde ihm zum Verhängnis. Ja? Er war sogar der Meinung, dass er das alles so gemacht hat, wie Gott von ihm gefordert hat. Das Problem war, er glaubte nicht an die Konsequenz, dass wenn er das nicht so befolgt, wortwörtlich, dass ihm so etwas, ja, dass er das sein Königtum verlieren kann. Er glaubte nicht an die Konsequenz aus der Nichtbefolgung der Forderung. Geschwister, ich wollte jetzt, dass wir zusammen beten und vielleicht, dass jeder von uns sich selbst diese Frage stellt, erkenne ich die von Gott eingesetzten oder lebe ich in diesem System des Gehorsams Gott gegenüber? Und dieses System des Gehorsams, das gibt es auf vielen verschiedenen Ebenen. Erkenne ich die Autorität Gottes an oder die von ihm eingesetzten Autoritäten? Erkenne ich seine Forderungen an und glaube ich auch daran, dass wenn ich nicht so lebe, wie Gott es erwartet, dass es Konsequenzen hat und ganz harte Konsequenzen. Ich wollte, dass wir noch jeder sich selbst diese Fragen stellt, beantwortet und wollen wir noch zusammen ins Gebet gehen. Amen.